FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! An der Fähigkeit, irreguläre Migration in den Griff zu bekommen, wird nicht nur die Regierung, sondern wird das Parlament, wird die Politik insgesamt gemessen in Bund, Ländern und Gemeinden. Es gibt keine Zauberformel, es gibt keinen Schalter, mit dem man den Zustrom hunderttausender Menschen nach Europa einfach so von heute auf morgen beenden könnte. Wer etwas anderes behauptet, der täuscht Bürgerinnen und Bürger. Es gibt nämlich in der Migrationsfrage nicht die eine schnelle Lösung. Es braucht vielmehr ein Gesamtkonzept, bei dem verschiedene Maßnahmen ineinandergreifen, sinnvoll ineinandergreifen. Und ich begrüße ausdrücklich, dass es jetzt auch ein Verständnis dafür gibt, dass diese große Aufgabe auch ein Zusammenstehen von Regierung und Opposition, von Koalition und Union erfordert. Entscheidend ist dabei eine einfache Frage. Wie verhindern wir, dass Menschen, die erkennbar von vornherein keine Aussicht auf Asyl haben, sich überhaupt auf den oft lebensgefährlichen Weg zu uns machen? Dafür brauchen wir Migrationsabkommen mit Rücknahmevereinbarungen im Zusammenspiel mit der Einstufung als sichere Herkunftsländer. Und deswegen möchte ich betonen, dass es ein entscheidender Erfolg dieser Regierung ist, dass jetzt die Länder Georgien und Moldawien als sichere Herkunftsländer eingestuft werden. Wir erreichen damit schnellere Asylentscheidungen, entlasten die Behörden und das ganze Asylsystem und signalisieren, dass es sich für die meisten Menschen gar nicht lohnt, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen. Denn die Anerkennungsquote für die Menschen aus diesen Ländern betrug zuletzt ganze 0,1%. Nun weiß ich, dass manche heute am liebsten gleich ohne parlamentarische Beratung in Ausschüssen sofort darüber abstimmen würden und deswegen auch der Antrag auf Sofortabstimmung mit namentlicher Abstimmung. Aber es tun sich eben nicht alle so problemlos leicht damit. Das weiß übrigens auch die Union, denn sie haben schon in der letzten Wahlperiode einmal versucht, in der Großen Koalition diese Länder als Länder einzustufen, aber sind damals am Bundesrat gescheitert. Wir haben diese Hürden, an denen sie damals gescheitert sind, jetzt beiseite geräumt, und das ist auch ein Erfolg dieser Regierung, meine Damen und Herren. Und bei der Einstufung von Moldawien und Georgien darf es auch nicht für alle Zeit bleiben. Wir müssen nach und nach die Liste sicherer Herkunftsländer erweitern, und auch die Maghreb-Staaten und auch andere Länder dürfen nicht auf Dauer ein Tabu dabei sein. Wenn wir sagen, dass wir diese große Aufgabe gemeinsam lösen müssen, dann müssen wir auch die ganze demokratische Mitte mitnehmen. Und ich wäre deswegen sehr glücklich gewesen, wenn wir einen Konsens heute auch über das Verfahren gefunden hätten, in der Weise, dass nicht die Opposition einen taktischen Vorteil darin sucht, am Zeitplan der Regierung sozusagen vorbeizupreschen. Denn es geht nicht darum, wer wen überholt. Es geht darum, dass wir einen Modus der Zusammenarbeit finden, der für alle gangbar ist. Denn die einen stehen dem Konzept der Länder skeptisch gegenüber, tun sich schwer damit, den anderen kann es ganz schnell und nicht weit genug gehen. Nun wird die Union niemals zu 100% ausreichend und schnell genug finden, was die Regierung tut. Das ist auch die Rolle der Opposition, die ich akzeptiere. Und ich werde sie sicher auch nicht dazu bewegen können, ihren Antrag auf Sofortabstimmung zurückzunehmen. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn wir uns heute nicht nur in der Sache einig geworden wären, sondern sich auch im Verfahren den Weg der Koalition mitgegangen wären, nämlich den Antrag in eine parlamentarische Beratung zu verweisen. Wir tun das, weil wir einen möglichst breiten Konsens in diesem Hause suchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Thomé. Nächste Rednerin ist die Kollegin Clara Bünger, Fraktion Die Linke.